Ich bin mir selbst auch auf ewig ein Rätsel. So wie Martin Semmelrogge seine neue Biografie hier überschrieben hat, hat er mir jetzt zugeschickt. Wir haben uns ja vor einiger Zeit in Köln getroffen, auch das erste Mal getroffen, und hast so ein bisschen über seinen Erfolgsweg gesprochen. Und er hat da gerade Theater gespielt in Köln und lebt ja auf Mallorca. Nein, aber was ich so spannend fand, ist, dass zum Beispiel er ein Beispiel für jemanden ist, der so unsagbar viel schon gemacht hat. Also wirklich, also Lebenserfahrung viel gemacht hat. Sehr viele schlechte auch. Und er war auch in mancher Hinsicht sicherlich kein gutes Beispiel. Gibt er ja wenigstens auch offen zu. Aber generell schon so viel gemacht, in so vielen Ländern schon gelebt. Schon so viele Facetten seines Berufes kennengelernt und ausprobiert vor allen Dingen und natürlich auch heute immer noch die Abwechslung suchen, ne? Theater, Kino, Serien, Hörspiel, Synchron, Bücher schreiben, Lesetouren und so weiter und so fort. Jetzt lebt er auf Mallorca und nein, und das ist für mich auch ein Lebenselixier. Viel auszuprobieren, viele Erfahrungen zu machen. Und ich liebe es, diese Frage, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Ist auch wunderbar, weil die meisten Leute ewig darüber nachdenken müssen, wann habe ich denn das letzte Mal eine neue Erfahrung gemacht? Weil ich meine, so das dumpfe Leben der meisten sieht doch aus, die fahren. Das fängt schon früher an. Die stehen jeden Tag um dieselbe Uhrzeit auf, machen die gleiche Morgenroutine, fahren in demselben Auto dieselbe Strecke zur selben Arbeit, machen da mit denselben Kollegen die gleichen Aufgaben jeden Tag, Mittagspause und dann ist irgendwann Feierabend, fahren die ganze Scheiße wieder zurück, jeden Tag Berufsverkehr und dann kommen sie in ihr gewohntes Haus mit der Familie und gucken wahrscheinlich auch noch dasselbe Fernsehprogramm. Jeden Abend gehen dann ins Bett und das jahrzehntelang. Jahrzehntelang. Vielleicht werden die zwischendurch mal befördert und haben ein paar neue Aufgaben und kaufen sich mal ein neues Auto, aber die Scheiße bleibt dieselbe. Und das finde ich so unglaublich. Also so wie man so ein abgestumpftes Leben akzeptieren kann. Ich meine, die haben es sich selber ausgesucht, klar. Aber dass man sich selbst nicht aus der Adlerperspektive mal beobachtet und sagt, was für eine Scheiße machst du da eigentlich? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Glaubst du, dafür wurdest du geboren und davon hast du geträumt damals im Kindergarten und in der Grundschule, als du dachtest, du eroberst die Welt? Und das soll es jetzt sein, oder was? Deswegen, glaube ich, kriegen die meisten auch so eine Lebenskrise irgendwann so mit 50 oder sowas. Weil sie denken, fuck, das kann es ja nicht gewesen sein. Ne? Zwischendurch dachtest du wahrscheinlich nochmal, deine Kinder retten dir den Arsch und irgendwie, das ist dein neues Lebenselixier, aber auch, ne, auch das verschwindet irgendwann. Und dann stehst du da. Ne? Nee, also deswegen, ich find's großartig. Also der Titel ist ja auch ganz interessant, mir selbst auf ewig ein Rätsel. Also dass man sich selber auch immer wieder neu entdeckt und denkt, Mensch, ich bin zwar so, aber ich hab das noch nie so analysiert und irgendwie mal versucht, vielleicht auf neue Beine zu stellen. Das finde ich auch ein sehr, sehr spannender Gedanke. Also ich kenne ja auch meine Schwächen und sie begegnen mir ja auch immer wieder. Und es sind ja auch immer wieder lustige Begegnungen. Das Ganze auch so ein bisschen so als wirkliche Reise zu begreifen, ne? Das finde ich einfach so wahnsinnig spannend. Letztendlich bereut man ja auf dem Sterbebett eher die Dinge, die man nicht getan hat, als die Dinge, die man getan hat und vielleicht auch falsch getan hat. Und das ist ja auch, jeder von uns macht irgendeinen Bockmist und das gehört dann irgendwie auch dazu, muss man ja nicht wieder machen. Aber zumindest hat man eben neue Facetten des Lebens irgendwie so ein bisschen aufpoliert. Das ist doch ganz spannend. Ich finde das schon ganz spannend und finde, wie gesagt, das Gegenteil total traurig. Also für mich wäre das überhaupt nichts. Ich muss sagen, momentan während der Corona-Zeit finde ich es sehr, sehr eintönig und langweilig. Also ich habe das beste Jahr meines Lebens gehabt. Ich habe noch nie so viel Geld verdient und noch nie so viel geschafft und bewegt. Aber es war todlangweilig. Ich fand's echt, also durch diese ganzen Lockdowns und so weiter, echt langweilig, muss ich sagen. Da freue ich mich oder ich hoffe natürlich, dass es dann irgendwann auch mal wieder losgeht mit der Normalität. Vielleicht so im ersten Quartal
Bleiben wir mal optimistisch. Alter Schwede. Naja, gut. Aber dann sind wir mal gespannt.